Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Hallo liebe Bewohner, es ist Donnerstag, der 28. Mai 2020, 13.42 Uhr hier auf Fuchseltopia. Es gibt keine Neuigkeiten heute. Einen tollen Donnerstag euch allen und bald ist Freitag. Ich kann das Wochenende fast schon spüren. Und das war's von mir. Melinda freut sich also schon mächtig aufs Wochenende und auch ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht freuen würde. Doppelte Verneinung. Ha! So! Natürlich wie jeden Tag erst immer ein bisschen Geld kassieren. Ja, 1568 Sterne ist jetzt nicht die Welt. Heute müsste eigentlich das Obst wieder gewachsen sein. Ist das richtig? Ja, ihr seht schon an der Seite. Heute gibt's wieder Obst. Das heißt, morgen haben wir wieder... ich glaube so 200.000 zur Verfügung. Ach, wundervoll. Aber erst einmal schauen wir in den Postkasten. Wir haben von meinem Programm was bestellt. Genau genommen zwei verschiedene Sachen. Dann eine Klimmzugstation von Noob Shopping, KK Song. Und Mira hat uns geschrieben. Was geht, Huxel? Ich konnte es kaum erwarten, dir mal zu schreiben. Aber kaum hatte ich Karte, Stift und den ganzen Kram zusammen, da wusste ich nicht mehr, was mein Thema war. Aber du freust dich trotzdem, oder? Kein Thema. Deine Mira. Okidoki, dankeschön, Mira. Tja. Dann stellen wir erstmal die Klimmzugstation hin, würde ich sagen. Und vor allen Dingen hören wir uns das neue Lied an. Ach, Rüben. Ich darf die Rüben nicht vergessen. Ah, Moment. Erstmal Geschenke auspacken. Bademeisterstuhl, genau. Und Fußballtor war das andere. Okay. Tja. Klimmzugstation, ja, die kommt natürlich hier vorne in den Trainingsraum. Der ist ja leider noch so ein bisschen spartanisch, ne? Also so richtig voll ist er ja leider nicht. Aber das wird alles noch. Da. Ah, steht nicht ganz auf der Wand, an der Wand links. Dann würde ich das rechts hier mal angleichen. So, haben sie die gleiche Entfernung zur Wand. Ja, aber es sieht schon aus wie ein Trainingsraum, finde ich. Also es hat schon Trainingsraumcharakter, auf jeden Fall. Vielleicht finden wir ja heute auch irgendwas Neues im Laden. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Apropos, wer weiß, wie das neue Lied klingt. Ich weiß es nicht, finde es aber jetzt raus. KK Song. Ah. Okay, das war's schon. Na, das ist aber jetzt nicht so der Hit, ne? Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Wir machen mal KK Funk an. Oder K-Funk einfach nur. Ja, ich hatte jetzt gedacht, das wäre irgendwie ein coolerer Song. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen 8-bittig, das Ganze. Aber ja, jetzt so richtig krass cool oder so, finde ich das jetzt nicht. So, wir stellen jetzt erstmal den Bademeisterstuhl und das Tor auf. Den Bademeisterstuhl, den können wir hier irgendwo an den Strand stellen. Ah, das macht natürlich Sinn, wenn also irgendwelche Leute jetzt hier rausschwimmen und die Hilfe benötigen, dann sollte da im Idealfall ein Bademeister stehen. Oder sein. Ja, wobei hier oben ist es mir zu voll. Ich glaube, hier oben stelle ich es jetzt nicht hin. Vielleicht so ein bisschen weiter unten. Aber hier oben könnte ich das Tor ganz gut hinstellen, genau. Diese Stelle hier, die hatte ich so ein bisschen für das Tor im Kopf. Ich weiß, es ist jetzt nicht so richtig viel Platz hier oben, aber ich will jetzt halt auch keinen riesigen Fußballplatz hier aufbauen, muss ich dazu sagen. Deswegen hatte ich gedacht, dass man vielleicht hier einfach so die Tore gegenüberstellt, wenn man dann irgendwann mal ein zweites Fußballtor bekommt. So, müssen wir mal schauen, ob man das drehen kann. Ja, kann man. Also, Y ist ein bisschen, ist fast schon ein bisschen zu groß für die Stelle. Ja, ich lasse es trotzdem mal hier stehen. Also das andere Tor hätte ich dann halt hier unten hingebaut. Und dann hätte man so einen Mini-Bolzplatz hier oben, so einen Mini-Fußballplatz. Ja, ich lasse es jetzt erstmal da stehen. Wir können uns ja hinterher nochmal anschauen, ob wir das vielleicht mal woanders hinstellen. Aber fürs Erste finde ich es ganz okay da oben. So, was machen wir jetzt mit dem Bademeisterstuhl? Wir haben doch da unten so ein Strandsegment, was ein bisschen leer ist hier. Hier könnte man das zum Beispiel hinstellen. Ah. Ach, ich glaube, ich stelle das jetzt hier hin. Ja, hier kommt jetzt der Bademeisterstuhl hin.
Genau, sollten wir vielleicht noch in die richtige Richtung drehen. Sehr schön. Okidoki. Ja, dann haben wir die Sachen ja platziert. Das erhöht gegebenenfalls unsere Inselwertung. Zumindest wird es auf jeden Fall draufgezählt. Also ich denke mal, irgendeine Form von Punkte werden wir dafür schon bekommen. Und ja, liebe Leute, dann fangen wir doch mal an mit unserem kleinen Rundgang. Und zwar als erstes heute mal mit den Blümchen oben. Apropos Blümchen, schaut mal, Cleo, die ist da schon fleißig im Gießen. Dir gefällt auf jeden Fall ihr neuer Garten, glaube ich. Die ist zufrieden. Ich bin so glücklich, dass ich endlich einen Garten bekommen habe. Ja. Hast du dir auch verdient, aber fleißig drum kümmern. Der Hutschke geht, glaube ich, in seinen Garten nie rein. Naja. So, also, der Garten, der Blumen hier oben, der richtige Garten, der wichtige Garten, würde ich fast schon sagen. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Nein. Puh, tatsächlich heute nichts dabei. Da haben wir schwarze Tulpen, die hätte ich aber eingepflanzt. Nö, hier ist nichts entstanden oder so. Okay, dann gieße ich nur. Ach nee, kann ich gar nicht. Ah, meine Gießkanne ist kaputt gegangen. Oh nein, wir müssen eine Gießkanne kaufen. Ach, dann mache ich das offscreen. Ich muss ja offscreen heute auch ein bisschen Obst sammeln. Und dann werde ich offscreen heute auch die Blumen hier bewässern. Hallo Huschke! Wie steht's, Huxel? Ich lasse mir ein wenig die Brise von Huxeltopia um das Näschen wehen. Ja. Du bist ein goldiger kleiner Kerl, Huschke. Ich bin so froh, dass ich dich bei mir auf der Insel habe. Vor allen Dingen bin ich total froh, dass ich dich als Amiibo-Karte habe. Denn solltest du abhauen, kann ich dich jederzeit wieder auf die Insel transportieren, ob du willst oder nicht. Oh, schaut mal, wie das Fossil da oben liegt. Das ist ja perfekt hier, zwischen den Laternen. Tjo! Sonst noch irgendwas Besonderes hier? Ach, unser Steingarten. Ich liebe den so. Ach, jedes Mal, wenn ich den Steingarten sehe, bin ich zufrieden. Und das hier in der Mitte sieht auch schön aus. Oh, Minna ist heute zu Besuch. Und ganz viele Bewohner sind hier. Hallo, Roland! Hey, Big Eight, strotzt du auch so vor Kraft? Nach dem Training einen schönen Proteinshake. So bleibt man auch am Nachmittag energiegeladen. Ja, dem würde ich zustimmen. Hallo, Minna! Ah, du bist es. Weißt du, hier auf Huxeltopia kann ich noch einiges über Design lernen. Vielleicht könntest du mir ja bei einer kleinen Übung zum Thema Style helfen. Pass auf. Ich gebe einen bestimmten Modestil vor und dann wechselst du in ein dazu passendes Outfit. Ich möchte also, dass du für mich modelst. Dafür kriegst du natürlich auch ein Geschenk. Klasse, vielen Dank. Dann lass uns loslegen. Ich hätte gern, dass du mir ein ganzes Outfit mit Arbeitskleidung vorführst. Da kommen sowohl ein Anzug fürs Büro als auch etwas, was Köche oder Ärzte tragen würden, in Frage. Ein Teil, das in einem Outfit mit Arbeitskleidung passt, gebe ich dir mal so zur Orientierung. Danke. Hier, bitteschön, ein Football-Shirt. Was? Was? Wieso denn Football-Shirt? Hä? Es hat ein Football-Shirt denn bitte mit Arbeitskleidung zu tun? Man beachte, dass Jesse im Hintergrund mal wieder von links nach rechts läuft, warum auch immer. Das macht sie irgendwie die ganze Zeit. Die neigt dazu, immer rumzulaufen. Also rumzurennen. Wahrscheinlich ist Sportkleidung, zählt hier als Arbeitskleidung. Vermutlich so nach dem Motto, wenn man irgendwie professioneller Sportler ist oder so. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Football-Star wäre oder keine Ahnung, A-Liga-Spieler, dann wird das hier logischerweise als Beruf für mich gelten. So, ihr kleinen süßen Knupse, wie sieht's denn mit den Rübenpreisen aus? 167 Sternis! Was? Das verkaufe ich doch direkt. Ah, das verkaufe ich doch direkt. Einmal ganz kurz die Rüben holen. Und ich bin zurück mit meinen Rüben im Inventar. So, die verkaufen wir doch direkt mal an Nippi und Schleppi. So, hier Rüben. Ach, das Football-Shirt könnt ihr auch haben. So, alles verkaufen. Die Muscheln auch. Ach, das Football-Shirt. Nee, das kann ich gar nicht verkaufen. Das brauche ich ja gegebenenfalls noch für meine Aufgabe. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Du bekämst 221.395 Sternis dafür. Einverstanden? Abgemacht! Sehr schön! Ja, diesmal haben wir ordentlich Plus gemacht, auf jeden Fall, mit den Rüben. Oh. Haben wir auch Nookmeilen kassiert? Ach so, aber allgemein nur, weil wir verkauft haben. Jetzt nicht wegen den...
Nicht wegen den Rüben. Was haben wir denn heute hier oben? Aha, eine Harfe. Eine Harfe. 130.000 Sterne. Ja, nehme ich mit. Die stelle ich oben in den Musikbereich. Ist jetzt in Farbe weiß natürlich jetzt nicht so ganz geil, aber Hauptsache wir haben erstmal mehr Musikinstrumente noch. Was haben wir denn hier Schönes? Erst einmal brauche ich eine Gießkanne. Nehme ich doch die Elefantenkanne hier mit. Jo, ansonsten... Ey! Oh nein! Ich habe zu schnell B gedrückt. Ansonsten haben wir eine Weißziegeltapete, Graupunkttapete, nö. Wellenfliesenwand, nein, Relieffliesen auch nicht. Kunstparkett, nö. Ich glaube, das Kunstparkett, das haben wir auch. Das war das, was ursprünglich mal unter dem Antikraum lag. Rosenholzboden, nein. Ach nein, Leute, das brauchen wir alles nicht. Also ich bin mit den Gegenständen zufrieden, die ich heute gefunden habe. Das heißt mit den Gegenständen, ich habe nur die Harfe gefunden. Aber mit der Harfe bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden. Ist auch wieder so ein Gegenstand, wo ich so denke, der könnte vielleicht die Inselwertung ein bisschen nach oben pushen. Jetzt müssen wir aber mal gucken, das wird langsam ein bisschen eng hier, ne? So. Stellen wir mal einfach ein bisschen weiter an den Rand hier alles. So, Roland inspiziert direkt. Huxe, was machst du da? Du kannst doch nicht einfach alles verschieben. Doch, kann ich. Okay, ich geh wieder weg. Ja. Mach das, Roland! Du süßer kleiner Knubbel. So. Ach, die Gitarren, die stelle ich jetzt einfach hier zusammen. So. Sehr schön. Ja, und wo stelle ich die Harfe hin? Die stelle ich jetzt einfach hier neben das Klavier, würde ich sagen. So, genau. Damit kann man dann auch spielen, denke ich mal. Achso, Moment. Die Gegenstände, kann das sein, dass die... Steht die Harfe zu weit unten? Ah, ich glaube, die stand ein Feld zu weit unten. Das Blöde ist halt, dass man jetzt hier nicht so durchlaufen kann, ne? Aber... Ah, ist halt so. Moment, so. Das Klavier kommt auch noch weiter nach hinten. Na, jetzt steht alles in einer Linie. So. Ja, vielleicht überlege ich mir für diesen Musikbereich auch noch was anderes, aber... Fürs Erste bin ich ganz zufrieden damit. Jo, dann schauen wir mal bei der Schneiderei vorbei. Und vielleicht finden wir hier schon irgendein Arbeitsoutfit, was wir denn Mina am Ende vorstellen können. Das wird es natürlich ein bisschen leichter machen. Hallo! Hi, grüß dich, willkommen in unserer Schneiderei. Jo. Ja, Mina habe ich schon kennengelernt. Die ist zufälligerweise heute auch da, Sina. So. Tina kommt mir gar nicht hinterher. Die versucht mir die ganze Zeit hinterher zu laufen, aber sie schafft es nicht so ganz. Ich bin zu schnell. So, ach, schau mal einer an. Hier, Arbeitsjacke. Zack. Arbeitsjacke. Nehmen wir es mal in dunkelblau. Dann die Hose, die ich anhabe, die ist eigentlich ganz okay. Haben wir noch irgendwelche Arbeitsschuhe? Was ist das denn hier? Tamago-Sushi-Kostüm. Ach Gott, da sieht man aus wie ein Sushi. Ey, das müssen wir auf jeden Fall kaufen. Aber nicht wegen mir, sondern wegen Roland. Ey, ich würde sagen, das Sushi-Kostüm, das kriegt morgen Roland. Oh, das wäre natürlich mega geil. Wenn du das anziehen würdest, dann wird er so als kleine Sushi-Wurst hier rumlaufen. Das wäre schon sehr süß. So, Augenklappe. Nein. Irgendwas Businessmäßiges. Ach, wobei die Schuhe, die ich anhab, sind die vielleicht schon Business? Ach Leute, ich laufe doch allgemein immer so ein bisschen businessmäßig auch rum, oder nicht? Vielleicht zählt mein aktuelles Outfit schon als Business-Outfit. Ich würde jetzt einfach mal bei Mina sagen, dass das mein Kostüm ist hier und ansonsten hole ich mir die Arbeitsjacke und ich pack mal, gegebenenfalls ziehe ich mal meinen Hut aus, aber beziehungsweise meine Kappe. So, Anzug fürs Büro, bla 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 bla. Okay, nee, das, was ich gerade anhab, das zählt nicht. Ja, okay, dann wechseln wir wirklich auf die Arbeitskleidung einmal ganz kurz. Ich habe halt gedacht, gegebenenfalls wird es schon reichen, ne? Weil, ja, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie so ultra-businessmäßig aussehe oder so, finde ich schon, dass es ein bisschen Arbeitscharakter hat. So.
Ja, aber das müsste jetzt wirklich reichen. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, bitte. Da kriegen wir am Ende wieder so einen Schneiderei-Coupon für. Denke ich mal. Jo, Mina. Und, was sagst du? Wie ich sehe, hast du dich umgezogen. Dürfte ich mir dein Outfit genauer ansehen? Prima, dann führe ich mir das mal zu Gemüte. Ah, aha. Ich finde, dein Outfit erfüllt durchaus die Vorgabe Arbeitskleidung. Es ist definitiv einzigartig. Gefällt mir. Da habe ich doch etwas über geschicktes Kombinieren von Kleidungsstücken gelernt. Danke. Ich würde dir ein Dankeschön per Post zuschicken. Nochmal zur Erinnerung. Schneiderei-Coupons kannst du in der Schneiderei einlösen. Ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Du warst mir eine große Hilfe. Vielen Dank. Nice. Jo. Wie sieht denn das Football-Shirt eigentlich aus? Ach Gott. Das passt ja mal gar nicht zu mir. Na Leute, 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 dann gehen wir noch ins Service Center und weiß gar nicht, soll ich heute nochmal meine Inselwertung abfragen? Ich könnte das, glaube ich, nochmal machen. Ich habe bisher wieder ein bisschen mehr platziert. Ach, die machen Sport, die beiden gerade. Ja, schön. So, wir fragen jetzt erstmal bei Melinda unsere Inselwertung ab. Hallöchen, Melinda. So, sag mal an, Insel-Image. Du alter Hund. 4 Sterne immer noch. Okay. 4 Sterne? Ach, Mann. Ja, okay. Dann werde ich jetzt ein bisschen warten, bis ich das nächste Mal nachhake. Also ich denke mal, ich muss echt die Insel, glaube ich, insgesamt, ich muss die insgesamt ziemlich zuspammen, glaube ich, mit Kunst und so. Außerdem könnte ich hier noch Zäune hinstellen, hat sie gerade gesagt. Das wäre natürlich auch nochmal eine Idee. Ich habe doch so viele Zäune schon. Naja, es werden zwangsläufig sowieso noch ein paar Zäune dazukommen, denn ich habe ja noch ein paar Ideen für diverse Gebiete, beziehungsweise ich möchte noch einige Sachen bauen, wie ihr wisst. Also ich habe noch ein paar Ideen im Hinterkopf und da werden definitiv auch wieder Zäune zum Einsatz kommen. Also da werde ich definitiv den Vorschlag von Melinda auch verarbeiten. So, jetzt schauen wir aber erst einmal hier beim Nuke-Portal rein. Und zwar hole ich jetzt erst einmal das zweite Tor, denn wir haben 4000... Meilen. Oh, dann ist das Tor oben links nicht so alleine. Sehr schön, das können wir dann morgen platzieren. Ansonsten, ach nee, ja, hier haben wir jetzt halt logischerweise nichts mehr im Menü. Ansonsten würde ich sagen, genug Shopping, schauen wir nochmal kurz rein. E-Roller, Nintendo Switch, Handtuch, Sportbrille, Einser-Shirt, Nummer 1 Shirt, Outdoor-Hose, Schlupfschuhe und Trauerlied. Das brauchen wir alles nicht. Und damit sind wir dann hier fertig. Oh, was? Großes Meilen-Achievement. Ach so, weil ich so viel bei Nuke Shopping bestellt habe wahrscheinlich. Nicht bei Nuke Shopping, bei Nuke Meilen bestellt habe wahrscheinlich. Meilenstein, ja, oh. Sauber. Für das Ausgeben von Meilen. So, liebe Leute. Roland, wieso guckst du mich so an? Ach, Roland. Erstmal Roland grüßen. Hallo. Ah. So, liebe Leute, ich habe heute eine Kleinigkeit vor im Part und zwar hatte der Kommentator quer zugeschrieben, dass man doch mal einen Fotopart machen könnte, also mal auf Harveys Insel fahren könnte und dort mal so ein paar Fotos schießen könnte mit den Bewohnern. Und liebe Leute, ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag, deswegen machen wir das heute einfach mal mit. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal zu Harveys Insel rüber, da waren wir ja schon wirklich lange nicht mehr. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie noch was mitnehmen muss. Ich glaube, ich habe Zugriff auf alle meine Gegenstände. Also, ich glaube, ich brauche jetzt nicht explizit noch irgendwas mitnehmen oder so. Und dann schauen wir mal, dass wir das ein oder andere Foto schießen. So, im Landen bin ich fast so ein Ass wie eine Architektur, aber runterkommen sowieso alle. Over. Okay. Hallo Harvey, lange nicht gesehen, alte Socke. Hallo, bin aber auf Harveys Insel. Das treibt dich zu mir. Bist du serviert? Havariert? Das Studio ist nun geöffnet. Das darf geknipst werden. So, jederzeit mal vorbei. Peace. Okay. Dankeschön, mein etwas seltsamer Hundefreund. So, unser Fotostudio. So, was machen wir denn jetzt hier? Wir gehen jetzt mal einfach in irgendeinen leeren Raum. Und ich sollte den Raum doch jetzt eigentlich umgestalten können. Das letzte Mal, als wir hier waren, hatten wir irgendwie fast keine Gegenstände. Ah, Gestaltungsmodus, so. Wird A angezeigt, halte dein Amiibo in die Nähe des NFC-Kontaktpunktes. Ah, ich kann meine ganzen Amiibos auch hierher rufen. Aha.
Und ich habe tatsächlich Zugriff auf alle meine Möbel. Auch die, auf die, die ich schon platziert habe. Und auf alle meine Bewohner. Oh, Roland! Roland! Und man kann Roland umziehen! What? Ich wusste gar nicht, dass man die Roland im Märchenkleid... Ich wusste nicht, dass man die umziehen kann hier. Roland mit Patchwork, Sommerhut. Roland mit Schleifchen, aussieht's. Ach, Roland, ich werde dich richtig schön anziehen. Roland mit Brille, ja. Roland mit Fläschchenglasbrille, mit Traubenhut. Ach, Roland, du bist einfach der Beste. So, was ziehen wir Roland denn jetzt wirklich mal an? Was passt denn zu Roland? Was würde Roland denn süß stehen? Die Aufwärmjacke, die hatte ich ja ursprünglich für ihn gekauft. So, was kriegt er noch? Ah. Irgendeine Cappy vielleicht noch? Ja, warum nicht? Mit Zylinder sieht er auch süß aus. Aber Brille passt nicht zu Roland. Der hat so süße Augen, die soll er auch behalten. So. Sehr schön, fertig. Oh, Roland, bist du süß. So, denn wir holen jetzt einfach mal alle meine Bewohner hier hin. Dann machen wir heute einfach mal ein Foto mit all meinen Bewohnern. Ach, das ist ja echt ganz süß. Ach, hier könnten wir öfter mal hingehen sogar. So, Huschke kriegt auch irgendwas angezogen. Was kriegt Huschke denn? Königswams würde sogar passen. Schlappershirt. Nee. Oh, ich glaube im Smoking sieht er sehr, sehr cool aus. Yo. Sushi-Kostüm. Ach, das kann ich Roland gar nicht anziehen. Ich sehe das bei Roland gerade gar nicht als Option. Narren-Outfit sieht aus süß aus. Engelskleid, nein. Nee, im Smoking sieht er schon am besten aus, würde ich sagen. Also im Smoking, ja, das steht ihm auf jeden Fall. Dann kriegt er noch einen Hut auf. Sehr schön! Und ein Monokel. So. Okay, Jan ist langweilig, aber der kriegt trotzdem irgendwas angezogen. Komm, du kriegst hier eine Diner-Schürze. Eine Diner-Schürze und vielleicht so diese Kreissäge. Ganz süß aus. Sieht aus wie so ein aus dem Barbershop-Quartett. Okay, dann machen wir mal Mira. So, Mira, was ist denn für dich? Ach, du kriegst irgendwas Schönes. Ein Kobold-Kostüm. Ach, wobei, das sieht sogar ganz süß aus bei ihr, oder? Ach, das kriegt sie. Und diese Mütze. Oh, sie sieht auch so ein bisschen aus wie eine Künstlerin damit. Okay, dann Poldi. Poldi kriegt jetzt einfach mal eine Komikerjacke. Ach, die steht ihm. Okay, eine Komikerjacke und ein Mini-Seidenhut. Er sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Stand-Up-Comedian. Wenn wir ihm jetzt noch so eine Brille aufsetzen. Ah, was nehmen wir denn da? Das hier, glaube ich. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Stand-Up-Comedian. Okay. Dann Lupo. Was kriegt Lupo denn? Oder was vor allen Dingen, was würde zu Lupo passen? Man hat halt auch wirklich immer unterschiedliche Kostüme zur Auswahl. Also man kann nicht alles jedem anziehen, offensichtlich. Ach, Lupo ist doch eher so ein bisschen ernster drauf, ne? Der kriegt vielleicht hier so ein Bürohemd. Aber, weiß ich gar nicht. Kriegt er noch irgendwie einen Hut auf? Nee, Hüte passen nicht zu dem. Okay, er kriegt Bürokleidung. Dann haben wir noch Cleo. Was könnten wir den Cleo mal anziehen? Ja, Königswams passt eigentlich zu Cleo, ne? Ich meine, sie ist ja eine Königin. War eine ägyptische, aber... Ach ja, das reicht schon. Ah, ich muss mal mehr Kleidung kaufen auch, damit ich ein bisschen mehr zur Auswahl habe. Ansonsten Monika! Oh, was können wir denn Monika anziehen? Die kriegt irgendwas Süßes. Oh, so ein kleines Kleid. Oh nein, 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 die kriegt das Märchenkleid. Oh, süß. Okay, dann haben wir alle Leute hier angezogen, glaube ich. Wir schauen noch einmal ganz kurz bei Roland rein. Ah, Roland, ich möchte noch ein bisschen mehr Kostüme mit Roland ausprobieren. Ey, das ist so süß, ne? Ach doch, da ist ja das Sushi-Kostüm. Man kann ihm das doch anziehen. Das hatte ich vorhin einfach nur nicht gesehen. Roland als Sushi-Rolle. Sushi-Rollen-Roland. Gibt es was Geileres auf der Welt als Sushi-Roland? Was Lustigeres? Wobei, als Narre ist er auch witzig. Oder als Narr.
Nee, aber Sushi ist das Beste. Ich bin eine Sushi-Rolle, Hilfe, ich will nicht gegessen werden. Hilfe, Huxel. Oh, das ist aber schon echt goldig. Okay. So, fertig. Du gehst als Sushi-Rolle jetzt. So, jetzt muss ich die natürlich noch platzieren. So, wie macht man das denn jetzt am klügsten, damit man die vielleicht alle auf so ein Foto bekommt? So, vielleicht so. Wobei, Roland muss nach vorne auf jeden Fall. Uschke auch. Wobei, in die Mitte muss ich auf jeden Fall. So, ich hoffe, man sieht so einigermaßen alle. Die unbeliebteren packe ich jetzt einfach mal nach hinten. Also den Lupo und den Jan. Und alle, die ich süß finde, kommen jetzt nach vorne. So, bisschen nach Beliebtheit sortiert. So. Okay, das ist süß. Ja, dann kommen die beide hier hin. Müsste man ja alle auf dem Bild sehen dann, ne? Genau, wenn ich die Kamera so drehe, dann sieht man auf jeden Fall alle. Und jetzt können wir natürlich noch schauen. Können wir das hier noch umgestalten? Ja, können wir. Erstmal ein anderer Boden. So, wir machen jetzt hier Familienfoto. Großes, was heißt Familienfoto? Großes Dorffoto machen wir jetzt. Was bietet sich denn an? Wir könnten natürlich hier im Hintergrund könnten wir jetzt hier einfach mal diese Bühnentapete nehmen. Genau, das passt wirklich sehr, sehr gut heute. Und ansonsten auf dem Boden haben wir irgendwas, was zu dieser Bühne passen würde? Das eigentlich, ne? Dieser Samurai-Boden, der ist zwar, ja, ist natürlich kein Bühnenboden oder so, aber der sieht, finde ich, ganz, ganz stilvoll aus. So. Zukunftstechnik-Boden, der ist auch cool. Ne, der Samurai-Boden oder der Palastkachelboden? Ich glaube, wir nehmen mal den Samurai-Boden, den finde ich am besten. Okay, ansonsten Wanddeko oder so brauche ich eigentlich gar nicht. Also könnte ich ja, aber ich meine im Endeffekt, warum? Das ist auf dem Foto gar nicht genug Platz für. So, ansonsten, ich kann hier noch X drücken. Ach so, nee, da will die Bewohner die Kleidung ändern. Kann ich meine eigene auch ändern? Kann ich meine eigene... doch, ich kann meine eigene Kleidung auch ändern. Schaut mal an, dann kann ich mein richtiges Hemd wieder anziehen. Sehr gut, die Frage ist, wie sieht das denn jetzt mit Emotionen aus? Kann ich dazu alle dazu bringen, irgendwie eine Emotion zu machen? Die machen das die ganze Zeit dann. Okay. Oh, ist das süß. So, das macht Roland schon. Hier Begrüßung. Winken. Panik. Und Niesen. Ist das schön. Ach Leute, ist das nicht süß. Leider machen die das nicht die ganze Zeit über. Aber das ist schon goldig. So, Roland muss ein bisschen verschoben werden noch. Oh, ist das ein schönes Dorffoto. Okay, komm, hier, Kamera raus und einmal lächeln, liebe Leute. So, nehmen wir vielleicht noch irgendwie einen anderen Filter drauf. Das sieht sehr, sehr süß aus. Zack, ein Foto von den Einwohnern von Huxeltopia. Ja, liebe Leute, wir werden auf jeden Fall öfter mal jetzt ins Fotostudio schippern, beziehungsweise fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier so coole Sachen machen kann. Man kann hier wirklich... Oh, jetzt sind sie alle hier. Wie gruselig. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier so viele coole Sachen machen kann. Vor allen Dingen, hier kann ich auch mal eine meiner Amiibo-Karten einfach mal ausprobieren. Da können wir uns die ganzen Figuren auch einfach mal angucken. Weil ich habe ja so viele Amiibo-Karten, die ich hier gar nicht beschworen habe irgendwie auf die Insel. Und ich meine... Warum nicht? Dann können wir die einfach mal hier ins Fotostudio holen und können wenigstens mal ein paar Fotos mit denen machen oder so. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Also, Dankeschön, Querzo, nochmal an den Vorschlag hier mit dem Fotostudio. Die eine oder andere Geschichte, die lasse ich mir da noch einfallen, glaube ich. Denn das hat weitaus mehr Potenzial, als ich am Anfang dachte.
Am Anfang habe ich halt gedacht, so, boah, ist voll langweilig, irgendwie ist voll der Müll. Kann man gar nichts mitmachen. Oh, was ist jetzt los? Mein Lookphone klingelt? Hä? Hallo, ah, Tagchen, Harvey hier. Hoffe mal, ich stör nicht oder so. Ich wollte dir bei deinem Besuch im Fotostudio noch was sagen, hab's aber total verschwitzt. Und zwar allgemein zu den Leuten, die du dorthin einladen kannst. Da gibt's was Besonderes. Von denen kann ich nämlich Porträts knipsen und diese als wunderschöne Poster drucken lassen. Die Poster werden dann alle bei Nook Shopping verkauft. Schau mal rein, vielleicht gefällt dir ja was. Also dann halt die Ohren steif und besuch meine Insel mal wieder. Okay, tschüss, ey. Ach. Hört sich immer so ein bisschen bekifft an. So, bei Nook Shopping, echt? Kann man das jetzt direkt bestellen oder muss ich da irgendwie nochmal... Muss ich ja nochmal explizit Fotos machen. Tatsächlich, wir können jetzt Fotos von eingeladenen Bewohnern erstellen. Das gibt's doch gar nicht. Besondere Waren, Poster. Ey Leute, wir können jetzt hier Bilder bestellen von allen. Ey, das kaufe ich doch alles. Krass, die kaufe ich alle. Oh, ist das geil! Boah, die kaufe ich alle. Das ist ja mega cool. Darf ich die alle bestellen? Nee. Okay, wir sind also heute bis zu Lupo gekommen. Das heißt, morgen kaufen wir Cleo, Jesse, Jan, Huschke und Adelheid. Und dann haben wir alle. Oh, wie geil ist das denn, ey? Boah, ist das cool. Ach, ist das eine schöne Idee. Ich hoffe, man kann die draußen hinstellen. Wir können die Poster dann immer vor die Häuser stellen. Dann weiß man, in welchem Haus welche Person lebt. Jesse läuft natürlich weiterhin hier rum und ich laufe nach Hause, denn an dieser Stelle beende ich den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. InGame Huxel freut sich wie immer darüber. Ihr seht es schon. Ja, so oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht hier auf Huxeltopia in Animal Crossing New Horizons. Euer Huxel. Ciao.